Ja, Sie sagten ja eingehend, es gibt eine gewisse Skepsis und aus diesem Grunde habe ich auch ganz bewusst einmal das Thema Büchse der Pandora aufgegriffen. Denn wenn man sich, und das ist ja die Grundlage, auf der wir letztlich diskutieren, den Bericht der EZB und dann im Nachgang auch noch einiges an Reden und begleitenden Kommentaren der EZB dazu anschaut, dann stellt sich irgendwo letztlich doch die Frage, entweder es scheint gar nicht ohne große Nebenwirkungen zu gehen, oder man macht so viele Einschränkungen, dass man letztlich bei einer relativ trivialen Lösung endet. Und dann ist immer die große Frage, was hilft es, was bringt es, braucht man es? Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Und natürlich gebe ich der Frau Winter recht, das ist jetzt der erste Aufschlag gewesen, der ist zu diskutieren und auszugestalten. Aber zumindest aus meiner Sicht hätte ich mir auch den ersten Bericht der EZB durchaus etwas tiefgründiger, fundierter und vielleicht auch etwas überlegter vorgestellt. Wenn wir uns an das Thema Geld einmal aus einer etwas anderen Sichtweise, also bewusst nicht vielleicht aus der Sichtweise einer Zentralbank nähern, dann muss man sagen, Geld als solches ist letztlich ein Social Agreement, eine soziale Vereinbarung und Geld ist immer mit der Frage des Vertrauens verbunden. Zahlungsverkehr ist mehr die technische Seite, dann reden wir über Effizienz und Nutzbarkeit, aber Geld ist immer eine Seite des Vertrauens. Und wenn wir uns das Ganze historisch anblicken, dann muss man auch fairerweise sagen, über die ganze Geschichte, seit es Zentralbanken oder Banken ähnlicher Position gibt, haben auch diese Zentralbanken nicht immer die beste Rolle gespielt. Und das Konstrukt der unabhängigen Zentralbanken, wie wir es heute haben, ist ja noch gar nicht allzu lange und durchaus von einigen aktuellen Entwicklungen, wo Zentralbanken sich doch dann auch an den Rande ihres Mandats bewegen, gar nicht mal so ohne Fragen verbunden. Also es geht letztlich, wenn wir uns über Geld unterhalten, um Vertrauen. Und der deutsche Soziologe Niklas Luhmann hatte vor vielen Jahren ein schönes Buch geschrieben, wo er die Unterzeile hatte, Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Natürlich können wir versuchen, alles über Gesetze, über Regeln, über technische Standards abzubilden. Aber irgendwann machen wir uns damit tot. Das heißt, Vertrauen ist in einer Gesellschaft eine ganz wichtige Grundlage, damit wir durchaus auch effizient miteinander umgehen können. Und gerade im Zusammenhang mit dem digitalen Euro kommt ja immer relativ schnell so ein Test des Vertrauens. Was würde mit den heutigen Bankeinlagen passieren, wenn wir irgendeine Form von Krise haben, also irgendein Bankrun? Und dann muss man sich natürlich primär erst einmal klar machen, die Geldmenge, die wir heute auf Bankkonten haben, die Geldmenge M2, ist sowieso viel größer als die Bargeldmenge M0. Das heißt, die Idee, dass man im Falle einer Krise alles Giralgeld, alles Geld auf Bankkonten abziehen könnte, ist praktisch sowieso nicht gegeben. So viel Bargeld haben wir gar nicht. Also die Idee, dass Bargeld im Falle einer Krise die Lösung wäre, passt nicht, so viel Bargeld gibt es nicht, dann müssten die Druckerpressen heiß laufen. Und in dieser Hinsicht ist das Problem, dass Bargeld rückläufig ist. Und rückläufig heißt ja auch nur in der Verwendung am Point of Sale. Wenn man sich die Bargeldstatistiken anguckt, ist es ja nicht der Bargeldumlauf in Europa, sondern nur die Verwendung am Point of Sale. Auch Bargeld kann gar nicht die Lösung sein. Wenn es also eine Krise gäbe, dann ist immer die Frage, wo geht der Bürger und die Bürgerin mit ihrem Bargeld, mit ihren Bankeinlagen hin? Und dann ist Bargeld eine Option. Auslandskonten, andere Währungen sind eine andere Option. Gold als Fluchtwährung existiert natürlich auch immer. Und dann haben wir moderne Formen wie Central Bank Digital Currency oder auch der Bitcoin. Und wir hatten auch zum Beispiel in der Nachkriegszeit Formen wie eine Zigarettenwährung. Also das kennen wir alles. Das sind alles Ausweichbewegungen letztlich, die es in einer Krise des Vertrauens gibt. Aber Krise des Vertrauens ist auch immer die Frage Kombination aus Zentralbank und staatlicher Einlagensicherung. Was bedeutet das Ganze?
Trotzdem an der Stelle das Argument, eine rückläufige Bargeldmenge würde im Rahmen einer Krise ein Problem darstellen, dem kann ich nicht folgen, weil schon heute, wie gesagt, die verfügbare Bargeldmenge die Bankeinlagen gar nicht auffangen könnte. Jetzt hatte Frau Winter ja schon erläutert, was ist ein digitaler Euro? Ein digitaler Euro soll, so die Darstellung der Europäischen Zentralbank, eine direkte Forderung an die Zentralbank sein. Und ich habe Ihnen hier nochmal eine Folie mitgebracht, die der Generaldirektor Ulrich Binzheil Anfang des Monats gezeigt hat. Und es deckt sich ziemlich deckungsgleich, glaube ich, mit der einen Folie, die Sie, Frau Winter, gezeigt hatten. Es soll also eine moderne Zahlungsverkehrsmöglichkeit am Point of Sale und online sein. Naja gut, da stellt sich aber sofort die Frage, was ist der Vorteil gegen die schon vorhandenen modernen Zahlungsverkehrslösungen? Und wir haben gerade in Zeiten der Corona-Pandemie jetzt in Deutschland gesehen, dass der Anteil an kontaktlosen Zahlungen hochgeschossen ist. Also es sieht ja nicht so aus, dass wir keine digitalen Alternativen heute schon hätten. Der zweite Punkt, den Frau Winter auch angesprochen hat, ist das Thema Privacy. Aber an der Stelle auch noch zwei Anmerkungen. Wie Frau Winter schon gesagt hat, letztlich ist jedes digitale Verfahren ein Verfahren, was Transaktionen in irgendeiner Form aufzeichnet, protokolliert und in irgendein Logfile wegschreibt. Das wird man kaum umgehen können. Und auch die Konstrukte, die es natürlich durchaus gibt und die technisch relativ aufwendig sind, würden trotzdem an irgendeiner Stelle Protokolle führen, sodass es letztlich dann immer die Frage ist, glauben wir an den Datenschutz in Europa, dem heute sowohl eine europäische Zentralbank wie auch die privaten Banken und Payment Institute unterliegen, und zwar gleichermaßen. Und da kann man sagen, egal ob es sich heute um Geld der Zentralbank oder um Geld auf Bankkonten handelt, der Datenschutz ist auch an der Stelle heute schon gegeben. Und wie auch Frau Winter schon gesagt hat, ein kritischer Punkt aus meiner Sicht ist das Thema Free of Charge. Der digitale Euro soll für einen Basic Use durch den Zahler kostenlos sein. Da stellt sich natürlich sofort für einen Betriebswirt die Frage, na gut, wo ist denn der Business Case? Also Free of Charge ist schön für den Zahler, aber irgendjemand muss die Kosten dieser Infrastruktur ja schon zahlen. Und in letzter Konsequenz heißt es, wenn eine EZB natürlich will, dass ein digitaler Euro free of charge wäre, wären das entsprechend hohe Kosten für die EZB, diese Infrastruktur dann entweder selbst aufzubauen oder den Aufbau einer solchen Infrastruktur zu finanzieren. Und ich glaube, das ist, obwohl es in dem Bericht der EZB überhaupt nicht angesprochen wurde, mit der Hauptpunkt, wo ist denn der Business Case, wenn wir über ein solches Multimilliardenprojekt in Europa reden? Also ganz ohne Kosten wird es nicht gehen. Jetzt kann man fragen, was ist denn wirklich der Treiber für einen digitalen Euro? Und ich habe Ihnen zwei Bilder einfach mal mitgebracht. Das eine ist eine Statistik der norwegischen Zentralbank aus dem letzten Jahr, vom Oktober. Und in Norwegen hat sich gezeigt, dass gerade auch über die Corona-Pandemie letztlich die Nutzung von Bargeld am Point of Sale in Norwegen auf 4% gefallen ist. Das war schon im Frühjahr 2017 bei 10%, aber Endstand Herbst letzten Jahres 4%. Und hier muss man natürlich die Frage stellen, hat irgendein Norweger den digitalen Euro vermisst oder eine digitale norwegische Krone vermisst? Ja, Norwegen ist nicht im Euroraum, das ist richtig. Aber man sieht, in Norwegen funktioniert ein Zahlungsverkehr am Point of Sale und Point of Interaction mit Karten, mit Überweisungen, mit App-basierten Lösungen problemlos, sodass man sagen muss, rein aus der Konsumentensicht ist es schwer, zumindest in einem westlichen Industrieland mit einer hochentwickelten Zahlungsverkehrsinfrastruktur wirklich eine Nachfrage zu finden. Natürlich unterscheidet sich das komplett, wenn wir in eine andere Region gehen. Und wie Frau Winter erwähnt hat, auf den Bahamas wurde Ende letzten Jahres der Cent-Dollar eingeführt. Dort muss man aber sagen, natürlich haben wir da eine ganz andere Rahmenbedingung. Bahamas heißt 700 Inseln, schlechte
heutige Zahlungsverkehrsinfrastruktur, die noch an Festnetze gebunden ist und mit 700 Inseln, über die auch immer mal wieder ein tropischer Sturm drüber zieht, können Sie sich, glaube ich, vorstellen, wie oft dann eben ein Katalysengerät bei einem kleinen Händler nicht verfügbar ist. Was auch bei den Bahamas noch ein großer Punkt ist, Financial Inclusion. Bei den Bahamas hat keineswegs jeder ein Bankkonto, sondern auch nur ein begrenzter Teil der Bevölkerung. Und jetzt kann man diskutieren, wie viele Europäer haben denn ein Bankkonto. Aber zumindest in einem Land wie Deutschland oder in den Nordics haben wir quasi eine vollständige Abdeckung von Bankkonten für jeder, der es will. Klammer auf, wir haben ja auch das Thema der Zahlungskonten mit einer Grundstruktur, die für jeden offen steht. Und zu guter Letzt, auch die Bahamas haben natürlich eine Besonderheit. Der Dollar der Bahamas ist 1:1 an den US-Dollar geknüpft. Außerdem gibt es hier Kapitalverkehrskontrollen. Wir haben eine große informelle Wirtschaft an den Bahamas. Im touristischen Sektor wird sowieso weitgehend mit dem Dollar gezahlt. Also komplett andere Rahmenbedingungen, als wir es in Norwegen haben. Und man muss sagen, ja, für eine Struktur, wie sie die Bahamas haben, für solche Rahmenbedingungen, mag ein digitales Verfahren basierend auf moderner Mobilfunktechnologie und auch basierend auf Smartphones und digitalen Wallets durchaus ein Fortschritt sein gegenüber des heutigen Systems. Ich glaube, das könnte man für Norwegen in dieser Form so nicht behaupten. Das heißt, für Europa müssen wir uns anschauen, wie ordnet sich denn ein Digital Euro in die heutige Zahlungsverkehrslandschaft ein? Und ich glaube, es wäre unfair, den digitalen Euro zu diskutieren, ohne einen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Regulierung der sogenannten Cyber Assets, Market in Cyber Asset, MiCA genannt. Dieser Vorschlag liegt seit Herbst letzten Jahres auf dem Tisch. Erwartungsgemäß wird es wahrscheinlich bis Ende 2021 dauern, bis er umgesetzt wird. Aber mit dem MiCA-Vorschlag werden letztlich neue Strukturen eingefügt. Es werden zum Beispiel digitale E-Money-Tokens eingeführt. Es werden auch sogenannte Asset-Referenced-Tokens oder in Kurzform Stablecoins reguliert, sodass wir also dann in Europa eigentlich eine relativ klar strukturierte Landschaft haben. Ich will aber gar nicht so sehr auf die Regulierung eingehen, sondern die Fragen, die sich für mich in einer solchen Darstellung stellt, sind einmal, was ist die Perspektive des Konsumenten und was wäre der Unterschied eines Digital Euros am Point of Sale oder am Point of Interaction gegenüber den Instrumenten, die wir heute haben. Und da reden wir über die SEPA-Verkehrszahlungsinstrumente, da reden wir über E-Money, also zum Beispiel über die Möglichkeiten von Prepaid Cards, die wir ja auch schon seit vielen Jahren reden. Und was aus meiner Sicht in der ganzen Diskussion um den digitalen Euro relativ unter den Tisch gekehrt wird, ist die ja gerade erst eingeführte Infrastruktur zu SEPA Instant Payment. Wir haben mit Instant Payment Realtime-Zahlungen, die final sind in Europa, die sogar noch in Zentralbankgeld gesettelt werden und damit eigentlich mit die modernste Infrastruktur der Welt. Für mich erschließt sich nicht so ganz, warum man das jetzt gleich wieder über Digital Euro ablösen will. Und auf der anderen Seite, wenn man das Ganze sich von der rechtlichen Perspektive einmal anschaut, dann stimmt es, wie Frau Winter gesagt hat, auch das Giralgeld, auch die Einlagen auf Bankkonten sind ja im Rahmen der Einlagensicherung mindestens bis zu 100.000 Euro geschützt pro Konto. Und demgegenüber soll jetzt ein digitaler Euro gestellt werden als Forderung an die Zentralbank, der aber unter Umständen pro Kopf oder pro Konto bei 3.000 Euro begrenzt ist. Also wo ist die Attraktivität dieses Instruments, wenn ein normales Girokonto sowieso bis 100.000 Euro geschützt ist und genauso geschützt letztlich über die europäische Einlagensicherung wie die Einlagen bei einer Zentralbank, die ich gleichgestellt sehe. Und was sich für mich noch weniger erschließt, wenn jetzt wirklich der digitale Euro mit einem Konto und einer Limitierung auf 3.000 Euro eingeführt würde,
Ja, was heißt es denn für Händler oder für Firmen? Was heißt es denn, wenn ich am Point of Sale dann mit dem digitalen Euro im Shop oder im Internet zahle und dann läuft natürlich bei dem Händler rasend schnell das Geld hoch. Natürlich kann ich dann über Lösungen nachdenken, die automatisch den digitalen Euro wieder auf Geschäftsbankkonten schaufeln. Aber wo wäre zum Beispiel der Gewinn dann für den Händler außer einer höheren Komplexität? Und wie gesagt, wo ist der Gewinn für den Konsumenten, wenn er mit den heutigen Instrumenten eigentlich schon sehr gut zahlen will? Ich glaube, das muss ein großer Punkt sein, der dann in der Diskussionsphase, wenn sich der Rat der EZB für die nächste Stufe des Projekts entscheidet, dann ganz offen diskutiert wird. Und offen heißt auch Sicht des Kunden und Business Case. Beide Punkte aus meiner Sicht fehlen heute in dem Bericht der EZB weitgehend. Wenn wir uns einmal die 7 von der Frau Winter schon erwähnten Szenarien der EZB anschauen, und ich habe sie jetzt nur in Englisch und von oben nach unten und nicht von rechts nach links, aber ansonsten ist es deckungsgleich. Wenn man die sich einmal mal anschaut und mal abbildet, was könnte denn ein digitaler Euro in einer kontenbasierten Lösung leisten? Was könnte der digitale Euro in einem wirklichen BIRA-Instrument, also in einer Nicht-Kontenführung leisten? Was könnte E-Money leisten oder was könnte heute schon eine SEPA-Instant-Payment-Struktur gesettelt in Zentralbankgeld leisten? Dann komme ich, und das ist eine Auswertung, die auch veröffentlicht wird, zu welchem Schluss komme letztlich ich? Ich würde sagen, wenn es um strategische Unabhängigkeit von Europa geht, dann sind marktbasierte Lösungen, dann ist der freie, offene Markt, die soziale Marktwirtschaft jeder zentralen Lösung vorzuziehen. Wenn es nur um das Thema Decline of Cash, also verminderte Nutzung von Bargeld geht, dann könnte man heute schon so etwas wie eine Central Bank Payment Card einführen, also quasi E-Money, eine Prepaid-Karte, die von der EZB aufgeladen wird, an die Bürger verteilt wird. Das kennen wir in anderen Ländern als Social Benefit Cards. Die könnte die EZB ausgeben. Jeder könnte mit diesem Helikoptergeld dann am Point of Sale oder Point of Interaction zahlen. Ja, es würde eine kleine Änderung im Statut der EZB bedingen, weil dort wirklich explizit nur von Bargeld im Sinne von Cash geschrieben wird. Aber das wäre relativ homöopathisch einführbar, auch auf Basis der heutigen Strukturen. Und ich würde sagen, damit hätte man eine schnelle Lösung, aber es wäre eine relativ triviale Lösung. Zur Forderung der europäischen Souveränität. Ja, da könnte ein digitaler Euro beitragen, aber wirklich eher auf der politischen Ebene. Und der einzige Punkt, wo ich wirklich sagen würde, dass ein digitaler Euro große Auswirkungen macht, wäre an dem Gebiet der zahlungspolitischen Transmission zwischen letztlich Währungsstrategie der EZB und den Bankkonten, Zinsstrukturen und Ähnlichem. Und auch das ist natürlich ein Teil der Büchse der Pandora, auch wenn immer betont wird, hier soll nicht in Richtung eines Drucks dann auch auf negativ verzinste Einlagen bei einer EZB geschaut werden. Das wäre durchaus eine Möglichkeit und das wäre mit eigentlich die präsenteste Möglichkeit, die ich sehe. Alle anderen Szenarien, 5, 6 und 7 sind aus meiner Sicht technologisch noch so wenig belegt, dass man da gar keine Aussage treffen kann. Also in letzter Sicht wäre so eine erste Analyse von mir zu sagen, also es gibt einfache Lösungen, es gibt marktbasierte Lösungen und wenn sich der digitale Euro so ganz spontan für etwas anbietet, dann eher für Lösungen, die ich im politischen Bereich verordnen würde. Dazu gehört aus meiner Sicht auch etwas, was der Fabio Panetta in verschiedenen Reden noch einmal dargestellt hat. Und er hat noch mal abgehoben, was bedeutet denn eine Einführung eines digitalen Euros oder Central Bank Digital Currency, wenn denn wirklich der digitale Euro so attraktiv wäre, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr heutiges Geschäftsbankgeld dann
gegen Einlagen bei der Zentralbank tauschen. Und Fabio Panetta hat in einer Rede, die noch gar nicht so lange her ist, dann gesagt, na gut, das bedeutet etwas mehr Funding der Privatbanken durch die Zentralbank. Und das ist ein Originalauszug aus seiner Rede. An der Stelle muss ich sagen, das mag ja für einige Banken in Europa gelten, die sich auch durch die Politik der europäischen Zentralbanken über die letzten Jahre letztlich mit Zentralbankgeld vollgesaugt haben und von dieser süßen Droge des Zentralbankgelds gar nicht mehr runterkommen. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal die konsolidierte Bilanz der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland mit Stand von 2019 anschauen, dann werden wir sehen, gerade bei den Volksbanken Raiffeisenbanken finden wir fast lehrbuchgerecht auf der Aktivseite die vergebenen Kredite und auf der Passivseite die Einlagen der Kunden. Und das ist letztlich das Schmiermittel der Wirtschaft. Das ist der Transmissionsriemen, an dem die Wirtschaft hängt. Und hier finden wir kein Funding der Zentralbank für die Volksbanken, Raiffeisenbanken, was sich in diesem Bereich abspielt. Natürlich gibt es hier noch andere Instrumente, die in der Bilanz stattfinden. Aber an der Stelle muss ich sagen, ist eine Vorstellung, wie sie Fabio Panetta geäußert hat, vielleicht für einige Banken in Europa zutreffend, aber bestimmt nicht für die vielen, gerade kleineren und mittleren Banken, die das Rückgrat auch des europäischen Finanzsektors bilden. Ja, und dann kommt immer der Punkt, der in dem Bericht der EZB gar nicht erwähnt wird, interessanterweise, programmierbares Geld. Programmierbarer digitaler Euro. Auch an der Stelle ist die entscheidende Frage, braucht man das? Ich habe Ihnen zwei Auszüge von Pressemeldungen mitgebracht. Die eine ist von Mercedes aus dem März. Neuer Mercedes-Service, Fuel and Pay, kontaktloses, direktes Bezahlen an der Zapfsäule, direkt aus dem Mercedes heraus, mit der entsprechenden Technologie, direkt aus dem Cockpit. Und es gibt etwas Ähnliches in einem Pilotversuch von Shell und Mercedes-Benz Trucks für die Trucker und für die entsprechenden Karten, die ja heute normalerweise in der Logistik eingesetzt werden. Auch dort ist es schon möglich, heute zumindest in diesem Pilotversuch mit, wie das so schön heißt, Shell Smart Pay direkt aus dem Cockpit des LKWs heraus die Bezahlung vorzunehmen. Funktioniert zumindest in den Piloten wunderbar. Und auch an der Stelle, ob jetzt Privatkunde oder im Firmensektor, im Logistiksektor, muss man fragen, wo ist der Mehrwert eines digitalen Euros? Und wenn an dieser Stelle immer argumentiert wird, ja, das ist ja alles dann Pay-per-Use und jede Zahlung zum Beispiel des Tankens eines LKWs an der Autobahn wird dann direkt beglichen. Auch dort muss man vielleicht auf die Realität von solchen Prozessen zurückkommen. Natürlich funktionieren heute schon solche Flottenkarten nicht, dass jeder einzelne Tankvorgang direkt gezahlt wird. Das wird aufaggregiert, da wird eine Abrechnung erstellt und die Abrechnung wird dann gemäß Vertrag des Logistikunternehmens mit der entsprechenden Kartenlösung dann beglichen. Also wenn man von Pay-per-Use redet, müsste man das im Deutschen ja vielmehr mit Rechnung pro Nutzung oder Abrechnung pro Nutzung übersetzen und nicht mit einzelnen Zahlungsverkehrsvorgängen, sodass an der Stelle die Frage sein muss, wofür wäre jetzt ein programmierbarer digitaler Euro gut, wenn ich diese ganzen Dinge ja heute schon mit Lösungen, wie sie heute schon in modernen Fahrzeugen zum Beispiel vorhanden sind, umsetzen kann. Also auch hier erschließt sich für mich wirklich der Use Case nicht so vollständig. Wenn ich es zusammenfassen darf, muss ich sagen, digitaler Euro, Büchse der Pandora. Eine einfache Lösung wäre aus meiner Sicht relativ schnell und unproblematisch darstellbar. Dann hätten wir so etwas wie Central Bank Digital Cards. Und interessanterweise wird das Thema Kartenlösung auch in einer ganz aktuellen Studie der Bank for International Settlement nochmal erwägt. Also man muss sich, glaube ich, komplett von der Vorstellung verabschieden. Wir würden hier über DLT, Blockchain oder ähnliche Lösungen reden. Wir reden mit größter Wahrscheinlichkeit entweder von kontenbasierten Lösungen oder von kartenbasierten Lösungen, die auch dann effizient sind, wo wir heute die Effizienz und auch die technischen Realisierungsmöglichkeiten schon kennen. Also eine Central Bank Digital Card wäre, glaube ich, relativ schnell zu implementieren.
ohne dass wir es groß diskutieren müssen. Kontenbasierte Lösungen haben immer die Krux, entweder sie sind attraktiv, dann stellen sie letztlich die Finanzierungsfrage bei den privaten Banken, oder man hat ein Limit und dann wird die praktische Nutzbarkeit gerade für Firmenkunden und für den Handel durchaus konterkariert. Also dieses Spannungsfeld aufzulösen, würde ganz anspruchsvoll sein. Ganz schwierig sehe ich den Punkt, dass in der ganzen Diskussion zum Digital Euro, SEPA Instant Payment und durchaus auch die hohen Investitionen, die da rein getätigt wurden, irgendwie komplett untergeht. Wo ist bitte SEPA Instant Payment in der Diskussion und wo ist ein fairer Vergleich gegenüber den Möglichkeiten, die wir ja heute schon haben? Und wie gesagt, wenn wir über Machine-to-Machine-Payment, programmierbares Geld und Ähnliches reden, dann wäre eher auf der Regulierungsseite im Rahmen der Revision der PSD 2, Schlagwort PSD 3, ist wichtig, dort automatisierte Zahlungen mal im Sinne von einer digitalen Wirtschaft als Grundlage zu nehmen, denn die PSD 2 heute sitzt letztlich noch immer bei analogen Zahlungen auf und das ist mittlerweile ein Knackpunkt geworden, aber nicht die Frage eines digitalen Euros. Ja, und meine letzte Frage zum Thema Büchse der Pandora. Es wird immer argumentiert, der digitale Euro soll ein Public Good sein. Okay, wenn man so ein Public Good auch politisch will, mit allen Nebenwirkungen, dann mag das legitim sein. Aber das sollte man, glaube ich, ganz offen diskutieren. Wer zahlt am Ende die Rechnung? Und ich glaube, die Idee, dass es ein Free Lunch geben würde, auch beim digitalen Euro, diese Idee hat, glaube ich, keiner, der jetzt hier zuhört. Und ja, damit würde ich mal meine etwas kritischen und skeptischen Anmerkungen zum Thema ist der digitale Euro denn eine Büchse der Pandora gerne abschließen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.